Die Abendläufe trudeln gerade ein und da ist doch recht Spannendes dabei. Und wir wollen ein kurzes Update machen über die Unwettergefahren und was uns da wirklich im Laufe der Woche erwartet. Gibt es die große Tornado-Gefahr? Grundsätzlich ist es mit Tornados so, die können immer entstehen, immer an Schauer- und Gewitterwolken. Es gibt aber einige Wetterlagen, die sind dafür prädestinierter und einige, die sind dann nicht so prädestiniert dafür. Grüße Sie und grüße euch. Ein klassisches Bild aus dem Sommer 2021 mit Unwettern. Und mit Unwettern werden wir es in dieser Woche zu tun bekommen und zwar geht schon los morgen. Jetzt habe ich mal die Flächen eingezeichnet, was die sechsstündigen Niederschlagssummen angeht, die ein Indiz für stärkere Schauer und Gewitter sind. Bei den Niederschlagssummen, die berechnet werden innerhalb von 6 Stunden, in Liter pro Quadratmeter, geht es ja nicht darum, dass das an Regen fällt, sondern wo ist die Wahrscheinlichkeit starker Niederschläge am höchsten. Und das ist morgen Nachmittag vom Osten der Schweiz der Fall, von Württemberg her den Alpenrand entlang bis in die Tauern rein und dann nochmal im Nordwesten und teilweise auch in Sachsen. Ein paar Stunden später, in der Nacht dann auf Dienstag, zieht sich das Ganze eher in den Norden zurück, etwa von der Deutschen Bucht bis in den Harz rein und noch im Osten Bayerns haben wir die Schauer und Gewitter und dann bleibt noch stark Regen entlang der Elbe übrig, wo es gewittrigen Regen kann, keine Unwettergefahr mehr, aber wo es ordentlich runterprasselt. Und wenn da mal 10, 20 Liter Regen auf den Quadratmeter runterkommen, ist das noch einigermaßen okay. Dann ist Schluss. Am Mittwoch wird es wieder schön. Und jetzt kümmern wir uns ganz, ganz kurz um die Frage, wie sieht es denn aus mit der Tornado-Gefahr Ende der Woche? Und da schauen wir uns die Wetterlage von Samstag 0 Uhr an. Hier, ihr kennt die Karte, das hier ist kräftiger Hochdruck in 5,5 Kilometer Höhe, ist sehr stabil und hier ist alles labil. Und wir kommen in die Zone, wo das Ganze wechselt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass was passieren kann. Und dieses Tief, das hier über dem Norden Deutschlands liegt, wir zoomen mal rein, liegt hier so etwa zwischen Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg. Und auf der einen Seite wird die warme Luft vor dem Tief reingepumpt und auf der anderen Seite die Kaltluft nachgezogen. Und wenn diese Luftmassen von Südost und Nordwest kommen, ist das schon mal eine gute Voraussetzung für die Entstehung von Tornados. Nur sollte das Ganze relativ schnell vonstatten gehen. Das heißt, ein schneller Luftmassenaustausch sollte passieren. Und das ist hier nicht der Fall. Wir haben zwar eine extrem warme bis heiße Luftmasse von bis zu 20 Grad in 1500 Meter Höhe im Nordosten Österreichs. Und auf der Nordsee sind es plus 5 Grad. Die müssten allerdings ganz eng aneinander liegen. Dann wird man sagen, oh, das wird eine sehr kritische Geschichte. Wenn das allerdings so schleichend passiert, wie hier, dass so ganz, ganz, ganz langsam die warme oder Heißluft abgehobelt wird und durch kühlere Luft ausgetauscht wird mit einem kleinen Tief hier mit einer Straße, dann wird das eine Wasserstraße. Das ist weniger ein Tornado-Tief als mehr ein richtig nasses Tief, das sehr viel Regen bringen kann. Überflutungen sind wahrscheinlicher als Tornados, die es allerdings geben kann. Muss man immer dazu sagen, wenn das an Gewitterwolken entsteht. Nur die Grundwetterlage an sich bringt das jetzt nicht so gerne wie zum Beispiel andere Wetterlagen. Und jetzt schauen wir uns mal die Niederschlagssummen an, die in der zweiten Wochenhälfte kommen sollen. Am Donnerstag bis 20 Uhr im äußersten Nordwesten, da werden zum Teil über 40 Liter Regen auf den Quadratmeter gerechnet. Das sind diese klassischen Südwestdinge, die durchziehen, so Cluster, so Gewitterdinger. In der Nacht auf Freitag zieht das dann weiter in den Norden Deutschlands rein, nördliches NRW ist davon betroffen. Das ist momentan nur eine Punktprognose aus diesem Modelllauf heraus, da wird sich noch einiges verändern, aber es geht um die Richtung. Und wenn ihr im Norden Deutschlands wohnt, wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger und würde mich auf den Freitag und den Samstag vorbereiten mit der Möglichkeit, dass es da tatsächlich ein paar Überflutungen geben kann. Wir gehen weiter. Das ist in der Nacht auf Freitag. Am Freitag tagsüber wird das Ganze entzündet durch dieses Tief, das dann langsam hereinrollt. Im Norden Belgiens, in den Niederlanden, dann im äußersten Nordwesten Deutschlands, da kommt es zu Starkregen, vielleicht auch so vom Erzgebirge bis Richtung Riesengebirge, bis 20 Uhr. Und in weiteren 6 Stunden bis 2 Uhr in der Nacht entsteht eine riesige Wasserkrake im Nordwesten Deutschlands mit großen Regensummen. Jetzt hat es aber davor die Stunden schon so viel geregnet und danach wird es da wahrscheinlich auch noch regnen. Das heißt, wenn da mal irgendwo 50, 60, 80, 100 Liter auf den Quadratmeter innerhalb von 12 Stunden runterkommen,
Das kann das alles nicht, die ganzen Wasserstraßen, auffangen, sondern das fließt oberflächlich ab. Da drohen eben Überschwemmungen. Und noch ein paar Stunden weiter zieht sich das Ganze dann nach Nordosten zurück. Da ballert es dann runter. Stand derzeit. Also, es wird wohl, wenn dieses Tief so kommt, ein Wassertief werden. Puh, ist eine spannende Lage, die da auf uns zukommt, keine Frage. Und es kam noch die Bitte und die Frage auf, ganz kurz mal noch in die Mittelfrist zu schauen. Wir beenden das hier mit dem Thema Unwetter und schauen jetzt weiter. Wie soll es weitergehen mit der gemittelten Wetterlage für den 20. Mai? Das ist eben am Freitag und sehen hier diese Wärmepumpe, die Hitze, die aus dem Süden nach Mitteleuropa vorankommt. Das ist eine ziemlich sichere Wetterlage. Dazu das steuernde Tief auf dem Atlantik und das Hoch hier mit seinem Rücken. Und schaut mal, was da für eine Luftmasse auch auf die Iberische Halbinsel zukommt. Da wird es richtig knüllerheiß. Ein paar Tage später, übernächste Woche, am 25. Mittwoch, da sind wir auf der Rückseite. Es fließt von Norden deutlich kühlere Luft ein. In 5,5 Kilometer Höhe ist das Ganze gestaffelt. Es wird immer labiler. Wir kriegen Schauer und Gewitter, wird eher eine kühlere Lage mit Schauern bei Temperaturen nördlich der Mittelgebirge von unter 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Die 10 Grad Isotherme liegt in den Alpen. Die Iberische Halbinsel liegt immer noch unter großer Hitze im Schutze des Hochs. Und wenn wir noch einen Zeitschritt weitergehen, das sind wir am 31. Mai, da kommt wahrscheinlich wieder ein Keil des Azorenhochs herangezogen am Boden. In der Höhe dauert es ein bisschen, bis die Stabilisierung wieder kommt, wenn sie überhaupt kommt. Das heißt, die Schauer- und Gewitterneigung lässt langsam nach. Es wird ein bisschen freundlicher und auch ein paar Grad wärmer. Schauen wir ganz kurz auf die Ensembles, die 35-Tage-Trends für den Norden Deutschlands. Hier am Anfang dieser Doppelhöcker, das ist die Hitze, die diese Woche kommt. Dann stürzt das Ganze ab und bleibt bis zum Ende des Vorhersagezeitraums. Und hier sind wir dann kurz vor der Sommersonnenwende, alles im durchschnittlichen Bereich mit den Ausreißern nach oben und nach unten und vor allen Dingen immer wieder mit Niederschlagstätigkeiten. Im Süden Deutschlands sind die Niederschläge deutlich ausgeprägter. Da kommt keine Trockenheit auf in den nächsten Wochen. Und hier bleiben wir auch eher überdurchschnittlich, was die Temperaturen angeht. Da wird im Süden Deutschlands und im Alpenraum der Juni eher zu warm ausfallen. Und zu guter Letzt noch der Blick auf die gemittelte Wetterlage. Jetzt sind wir kurz vor der Sommersonnenwende. Da haben wir wieder das kräftige Azorenhoch und der Keil des Azorenhochs reicht bis Mitteleuropa. Eine ähnliche Wetterlage, wie wir sie derzeit haben und in der nächsten Zeit haben werden. Und wenn dann mal so etwas kommt wie in dieser Woche mit der Hitze, dann haben wir halt diese kochende Hitze und wenn das ausgetauscht wird, die Unwettergefahr und angedeutet, dass man muss sich das mal geben, das ist in fast 6 Wochen, deuten die Modelle trotzdem ein kleines Tief auf der Iberischen Halbinsel an und ein kleines Hoch hier über Nordafrika, nur ganz minimal. Und da käme dann die spanische Pumpe, die immer wieder Richtung Mitteleuropa vorankommen möchte, gleichzeitig dann die kühle Luft vom Nordmeer. Das wird interessante Wetterlagen zwischendurch geben, aber es ist weder eine dauerhafte Hitzewelle in Sicht und damit der Durchbruch, bis dahin zumindest, noch ein dauerhafter Absturz in kühles Wetter, sondern komplett durchschnittlich, so wie der Sommer in Mitteleuropa im Prinzip sein sollte. Schönen Abend und bis morgen.